Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Horizon Zero Dawn, The Frozen Wilds Edition. Leute, ja, wir sind hier gerade unterwegs, einen Brüllrücken zu erledigen. Wir brauchen nämlich eine Brüllrückenschnauze. Unser Sackerl einfach completo, tutti completo lero. Ja? Ist das ein Eis? Ich glaube ja, ne? Egal. Versuchen wir, dass das Ding da mal. Aha, da hat er schon. Boah, ich bin einfach grandios. Da ist er schon down, er konnte nichts machen. Wow. So fightet man. So fightet man. Einfach krass. So, was haben wir hier? Brüllrückenherz, falsche Ausrüstung und das. Das wird passen. Schnauze. Barger braucht das für das Schmiedefeuer. Gut. Einfach mal ein paar Tiere noch mit erledigen. Auch nicht verkehrt. So, okay, dann können wir erstmal wieder direkt zurück. Wir waren kurzer Ausflug hier in die wärmeren Gefilde dieses Spiels. Und dann müssen wir wieder zurück hier in die kälteren Gefilde. The Frozen Wilds. Du mich verarschen. So, ja, Leute. Was geht ab bei euch? Schreibt's in die Comments. Ja, hier ist doch durchaus, geht hier ein ordentlicher Zug. Durch die Buchse. So, hier. Was gefunden in letzter Zeit? Ja, klar. Eventuell. Reden wir. Wie reden wir? Verbessere das Schmiedefeuer. Ich habe, was du wolltest. Zeig mir, was du mit dem Schmiedefeuer vorhast. Endlich. Ich habe sie schon fast vernachlässigt. Und das geht mir dann doch etwas zu nahe. Sie ist fertig und gehört dir. Aber mach bloß keine Dummheiten. Danke für die Arbeit am Schmiedefeuer. Gerne. Schließlich bist du um Welten besser als ihr Vorbesitzer. Was für ein Nichtsnutzer war. Okay. Falls ich etwas finde, das dir gefällt, komme ich zurück. Ja, bitte. Was hat sie jetzt mit dem Schmiedefeuer gemacht? Was war das überhaupt? Welche Waffe? Hier ist sie jetzt. Oh. Das ist jetzt eine ganz andere Waffe, oder? Die hat jetzt schon 100 Brand, Alter. 144 Abriss. Das ist aber eine Nahkampfwaffe, oder? Hm. Ja, ist nicht schlecht, glaube ich. Wenn er noch... Nee. Aber da musste halt auch... Also es scheint... lange zu laden und so weiter. Aber jetzt guckt euch das mal an. Jetzt haben wir da 182 Feuer. Wir könnten es mal ausprobieren. Jedes Bedürfnis stillen können. Kein Wunder dafür. Aber die braucht natürlich Flammenwerfer. Feuerstoß. Ist natürlich dann eher Nahkampf, würde ich fast sagen.
Ja, keine Ahnung. Ich lass das erstmal. Das ist mir nicht so geheuer, so Nahkampfgedöns. Ich bin lieber der, weißt du. So. Ach, guck mal, stimmt, wir haben die Tierfiguren-Map auch gekriegt. Okay. Jetzt müssen wir aber trotzdem der noch andere Sachen holen, ne? Quests, Nebenquests. Nee. Auftrag. Da Aufrüstung der Eisdorn. Triff Waage am Donnerkiefer. Ach nee, nicht ein Donnerkiefer. Ach, auch wieder in die alte Welt. Was ist denn da eigentlich los? Genau, hier ist jetzt kein Feuer, oder was? Dann gehen wir erstmal dahin. Was war denn eigentlich im Notizbuch los? Naja, neue Datenpunkte ist klar. Guck mal, Set 3 haben wir schon komplett. Tierfiguren fehlen 3 Stück. Also es geht auch hier voran. Was sag ich denn mit so einem Pfeil jetzt? Wird meinen Magen etwas beruhigen. Na? Das wissen wir noch nicht, ob wir das essen werden. So, jetzt mal zu Vargas. Vaga. Der Donnerkiefer wartet auf uns. Hier lass mich mal in Ruhe, ne? Und da ist fucking Männer, ne? Wo ist denn? Ja, genau. Wo ist denn die? Oder der? Kümmert euch einfach um eure Sachen. Das finde ich aber auch. Nichts. Es ist schön auf tiefem Schnee. Ich bin da. Da ist ein Donnerkiefer. Ich bin bereit dafür. Auf dein Zeichen. Warum wir den nehmen. Der findet es nicht schlimm, aber weil die, glaube ich, noch was einfacher als die krassen Donnerkiefer drüben. Sie geht in den Nahkampf, alles klar. Have fun.
macht die eigentlich noch Damage? So, hier, der hat es ja jetzt schon hinter sich. Alles klar. Sie ist noch im Fight mit so ein paar Spinnern hier, oder was? So, Ruhe jetzt. Gut, dann holen wir uns mal die Schnauze oder das Gebiss oder was. Hab's. Den Eisdorn flicken. Machst du das hier oder gehen wir zurück ins Lager? Ich hab das Teil. Bereit, die Waffe zu flicken? Ich bin immer bereit, eine Waffe zu flicken. Okay. Dann verbessere den Eisdorn. Dass ich mal probe, in einem Donnerkiefer in den Schlund zu blicken. Ich bin es. Es sind nur große Werkzeugkisten. Sobald sie dich nicht mehr töten wollen. Glaub mir, Aloy, du wirst diesen Eisdorn nicht wiedererkennen. Ja, will ich hoffen. So. Oh, sie ist perfekt. Speere sind alle gleich. Piekt Schlitz tot. Hat ihr euch hier was anderes an als eben? Weil hier ist ja schon. Wäre ja schon ein bisschen kalt, wenn ihr das drüben anhat. Noch ein Werfer drauf. Und jetzt schießt sie Eisstacheln. Tada! Ich bin beeindruckt. Viel schöner und mächtiger. Das ist garantiert. Ja, vielen Dank. Gute Arbeit mit der Waffe, Vaga. Ich sag ja, ich bin gut. Jedenfalls bin ich froh, dass du sie hast. Wir legen besser los. Ich freue mich auf das Banuk-Willkommen. Gucken wir uns an. Waffen. So, jetzt haben wir hier noch. Also die war ja auch wieder. Ist sie jetzt halt auch noch, ne? Weil er jetzt zwei Angriffe hat. Ja, das ist krass. Die macht 240 Schaden, wenn man mit diesen Eisdingern trifft. Das kann ja als Schadensdings nehmen, einfach. Warte mal, das will ich mal ausprobieren. Das ist doch... Warte mal. Wo ist mein normaler Bogen? Hm? 185 Schaden und hier... Wollt ihr mich verarschen? 450? Das kann nicht sein. Oder man trifft damit einfach nie. What the fuck? Laden und jetzt nicht größer,
Ja, kein Gegner in der Nähe, oder was? Oh, Leute, wenigstens ein Tier. Was geht denn nicht? Oh, nochmal. Alter, nicht euer Ernst. Okay, das wird ausprobiert. Dafür brauchen wir aber Tragekapazität Eisdorn Eulenhaut. Fuck. Das sind halt nur 10 Schuss, ne? Wie teuer sind die denn eigentlich? Oder sind auch ordentlich teuer? Ah, das ist ja krass. Naja, gut, gucken wir jetzt erstmal. Wir müssen jetzt sowieso nochmal fighten. Auftrag, Sturmschleuder. Sturmvogel, ach du Jemine. Wo haben wir das? Jetzt geht's mal richtig in die warmen Gefilde hier. Er sieht mich doch jetzt schon, bevor ich sie treffe, oder? Ne, sie ist hinter mir. Wo ist sie denn? Der hat mich schon gesehen. Und das war's denn jetzt schon zu töten? Alter, wo ist sie denn? Ist doch hier irgendwo. Da. Halten wir schon? Eis auch gleichzeitig, allerdings nicht so heftig. Was war das denn jetzt? Da muss wirklich warten, bis er bereit ist, oder was? Okay, das war jetzt nicht so viel Damage. Mann! Da sind die Teile zu teuer. Boah! Jetzt ist er auch noch geeist. Alter, what the fuck? So, ich glaube, so viel Damage haben wir noch nie gemacht. Das ist ja richtig krass. Saga wollte damit die Sturmschleuder verbessern. Das ist ja... Okay, ich komme hier nicht mehr hoch. Lager! Was ist das denn hier für eine Scheiße? Oh cool, endlich mal wieder in warmen Gebieten hier unterwegs. Die kostet halt nur extrem viel runde Dinger. Ich habe schon Maschinenöl an den Händen. Hier ist sie, die Sturmvogelkralle. Und los geht's. Das war die Waffe. Ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß. Sieh gut zu, Aloy. Ciao. Nur nicht direkt in die Funken. Okay, ich musste sie praktisch in zwei brechen. Aber sie ist ein Stock. Und das mag ich an Stöcken. Man kann sie so zusammensetzen, wie man will. Und das hast du.
Das Ding sieht jetzt viel gefährlicher aus. Sie ist mehr als gefährlich. Sie ist eine echte Varga-Spezialwaffe. Pass gut auf sie auf. Danke, Varga. Die drei Waffen sind brillant. Machst du Witze? Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß. Ich sollte dir danken. Ich bin die, die jetzt die Waffen hat, oder? Es wäre falsch, Geld dafür zu wollen, meiner Leidenschaft nachgegangen zu sein. Erzähl das nur Paps nicht. Hier, wenn ich an Waffen bastle, habe ich immer Unmengen von dem Zeug. Vielleicht kannst du es ja gebrauchen. Was denn? Was hast du mir jetzt? Blauglanz, oi. Du hast Unmengen von Blauglanz, alles klar. So, was war denn die Sturmschleuder nochmal? Das gucken wir uns doch gerade an, bevor die Folge zu Ende ist. Das war, ach. Ja. Wollte ich immer verbessern. Die hat ja, ist ja sogar schon drin. Das heißt, die kann jetzt auch noch ein 44er rein. Das ist nicht schlecht. Alter, aber das hier, ey, das ist schon krass. Jetzt habe ich das falsche Ding rausgenommen, ne? Ich brauche doch die Pfeile, brauche ich doch trotzdem. Ich mache das anstatt hier dem, oder? So ist doch richtig, oder? Na gut, Leute, wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder und gucken mal, was dann abgeht. Ich sag tschüss, macht's.